Ja, und da hat es tatsächlich angefangen zu schneien. Ich hoffe, man kann das hier an der Scheibe so ein bisschen sehen. Ich mach mal die Tür auf, dann sieht man es auf jeden Fall noch besser. Dicke, weiße, nasse Flocken. Die Wettervorhersage hat es schon vor ein paar Tagen vorhergesagt und trotzdem hat es heute tatsächlich angefangen zu schneien. Es ist kurz nach 8 am Sonntag, den 10. Januar 2021. Ja, und es schneit heftig und das soll auch noch den ganzen Tag so bleiben. Im Moment bleibt es noch nicht liegen, der Boden ist noch relativ warm. Das heißt, es taut schneller, als es nachschneien kann, wird sich aber relativ schnell ändern. Hier kann man es jetzt schon sehen, auf dem Rasen bleibt es so langsam liegen. Und so heftig, wie es derzeit schneit, wird bald alles weiß sein. Hier mal ein Vergleich, so sah es um 8 Uhr aus und so dann 5 Stunden später. Vor ein paar Monaten habe ich einen Baum gefällt, beziehungsweise der Wind hat ihn gefällt und ich habe ihn dann klein gesägt. Das ist irgend so ein Cedar-Ding und da es ja heute schön muckelig kalt ist, werden wir den jetzt mal verheizen. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding brennt, wie gut es brennt, wie lange es brennt. Ist aber auch egal, wir hauen es in den Kamin rein und sehen, was passiert. Erstmal muss es klein gehackt werden. Das geht hier in der Traktorhütte ganz gut. Da ist es trocken und windstill und ich habe genug Platz, um eben hier ein bisschen Holz zu hacken. So, es ist jetzt kurz nach 5, in einer halben Stunde geht die Sonne unter und da will ich das Gewächshaus nochmal fit für die Nacht machen. Das heißt, ich klemme jetzt die Batterie um, klemme die zweite Batterie an den Heizer an und fülle dann nochmal Diesel auf und damit hält das Ding wunderbar die ganze Nacht durch. Eine Batterie anschließen, dann kann ich die andere abmachen und dann mit ins Haus nehmen zum Aufladen. So. Und jetzt fürs Diesel muss ich mir hier diese Einmalhandschuhe anziehen, beziehungsweise sind Mehrfachhandschuhe, weil einmal hatte ich es ja schon benutzt. Oh.
So, das war's. Damit hält das Ding ja, 24 Stunden bestimmt durch. Wahrscheinlich noch länger. 36 Stunden, denke ich mal, könnte man schaffen. Aber es muss maximal bis morgen früh durchhalten. Weil, ja, jetzt ist es wie gesagt 17 Uhr. Morgen früh um 7, halb 8 wird es wieder hell. Das heißt, das sind jetzt 12, 13, 14, 16 Stunden knapp. Bis ich wieder hier bin, 15 Stunden, das schafft's. Wunderbar. Und es hält die Temperatur hier bei, sieht man das? 10 Grad, etwas weniger als 10 Grad, wenn es draußen knappe 1 Grad sind. Also, Pflanzen geht's gut, uns auch. Und ja, wollen wir hoffen, dass der Schnee bald wieder weg ist. Und das Gute hier am Winter ist, dass es nie lange dauert und einen Tag später haben wir wieder T-Shirt-Wetter. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.